Ich habe gesponnen. Oder? Und dann haben wir einen Monat vor dem Festival haben wir die Zahlen angeschaut und gesagt, wir haben ein Drittel verkauft von dem, was wir hätten. Braucht nur für die Rechnungen zu zahlen. Dann heisst es, ja gut, entweder haben wir jetzt 500.000 Schulden, wenn wir jetzt hören, Reisleine ziehen. Oder mit 1,5 Millionen Schulden, wenn wir es durchziehen. So hören wir auf mit dem linken Grenz von uns, die irgendwie schwulen Hasser oder fremdenfeindlich. Das ist so ein Scheiss. Ich habe mit Schwarzen in Amerika, in New Orleans, in einer Rocker-Bude gesoffen. Ich war der einzige Weiss im Umkreis von 20 Kilometern. Ich bin lebendig rausgekommen. So viel schlimm kann ich nicht sein. Aber ein Lied ist auch noch speziell, wo recht durch die Decke gegangen ist. Das magst du gar nicht so, ein schwarzer weißer Schnee. Nein, das ging. Ich bin auch ein Rock'n'Roller. Ja. Als ich das geschrieben habe, habe ich wirklich gedacht, jetzt ist nicht mehr gut mit dir. Jetzt habe ich ein Schlager geschrieben. Ja, nein, jetzt ist etwas stimmt nicht mit dir. Das ist sie, unsere Show aus Sensationell. Schön, dass ihr auch an diesem Sonntag wieder eingeschaltet. Mich freut sehr. Abonniert mich doch noch schnell, abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Ausgabe mehr von unserer tollen Show. Ja, und ich habe heute einen Star eingeladen. Ja, man kann schon sagen, so ein Rock'n'Roll-Star von der Schweiz. Viele sind wahrscheinlich auch mit ihm aufgewachsen. Bei mir ist der Gölä. Hoi Gölä, schön bist du da. Hoppla! Fritz, aber was habe ich jetzt da gestüpft? Was ist das, dein Spielecke da? Ja, das ist mein Spielecke. Mit Pflüchtüchli, was machst du alles da? Ich will es gar nicht wissen. Also. Ja, also du, jetzt kommst du ins Studio und ruinierst schon etwas. Ja, hast du keinen Platz da drin, Gottfried Studio. Ja. Sieht aber sicher riesig aus, gell? Ja. Aber mich freut sehr, schön bist du da zum 25-Jahre-Jubiläum Gölä. Sensationell. Danke. Freut mich auch. 56 bist du jetzt, die Zeit ist wahrscheinlich gerannt für dich, oder? Ja, also gar nicht viel gemerkt, ehrlich gesagt. Weil wenn du gerne etwas am Machen bist, und ich bin eher so ein Vollgas-Typ, dann verfliegen die Jahre wie nichts. Dann geht eine Ehe nach der anderen vorbei und Kinder kommen und gehen, ziehen aus und dann kommst du gar nicht mehr raus. Eben, und vierfacher Vater. Also das aber von denen, die ich weiss. Rebelt dann wahrscheinlich auch die Haie ab und zu. Ja, jetzt sind noch zwei kleine Mädchen. Ich habe jetzt noch 10 und 11. Die kommen jetzt ins interessante Alter. Freust du auf das? Ich weiß noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Aber Gölä, beschreib dich doch mal mit einem Wort. Wer ist der Gölä? Nach 25 Jahren müsstest du das wissen. Ja, aber stell dir vor, nach 25 Jahren habe ich ein Wort zu gut für mich zu beschreiben. Das ist, also. Muss ich ja 100 Mal, Jahre noch mal kommen. Dann habe ich dann vielleicht vier Worte. Ja, wie sollte man das beschreiben? Ein Wort. Ein Wort. Was ich gemerkt habe vorher, du hast hier draussen bei uns einen Buchen oder Birken angeschaut. Wir wissen selber nicht genau, was es ist. Ein Buchen, sehr gut. Da hat es nicht erkannt. Naturverbunden bist du vielleicht? Extrem, ja. Also ich ziehe jetzt immer aus in die Natur? Immer, schon als Golf, immer. Weil ich bin ja gerne in diesem blöden Abwäschräumli eingesperrt gewesen, zum Beispiel daheim in Beiz, mit den Gittern vor dran. Und ich wusste, das muss das Schlimmste sein für einen Menschen, wenn er eingesperrt ist. Und dann, wenn ich dann aber draussen, da, wenn ich frei hatte, nicht haben müssen, werken daheim in Beiz, dann bin ich eigentlich gerne im Wald. Wir hatten Kissen, gehabt, Rotdachen und Taren. Also das heisst, man ist dann ziemlich früh gefischt als Gil. Und eigentlich mein Leben im Wald verbracht. Ja. Mhm. Und eben Beiz hast du eigentlich nie wählen, oder? Obwohl es deine Eltern gegangen hatten, dass du das irgendwann mal übernimmst. Ja, aber es ist ja viel so, dass die Eltern, auch die das Geschäft aufbauen haben, mit viel Liebe und Elan und Einsatz und so, dass die halt Freude hätten, wenn die Kinder das Geschäft übernehmen und weiterführen. Aber ja, oder? Du hast so Töchter an und die wollen vielleicht nicht unbedingt Metzger werden, wenn du das Metzgergeschäft hast. Und ja, der hat so viel gerüppelt und gewerkt das Leben lang. Bis ich konnte ausziehen, dass ich gesehen habe, nie mehr, nie im Leben. Ja. Aber du hast Beiz eigentlich so ein bisschen wie als Gefängnis erlebt? Ja, nicht nur mal. Also für mich war die ganze Jugend mehr oder weniger das Gefängnis. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich endlich 20 werde. Früher musste man ja noch 20 sein, zum Glück. Bis man mündig ist, genau. Und nachher, ja, ich habe eigentlich alles gehasst, was ich machen musste, bis ich sagen konnte, was durchgeht mit meinem Leben. Ja. Mhm. Ich habe es einfach nicht gerne gehabt, wenn mir gesagt wenn ich so lebe und wenn ich so denke. Es fällt ja früh an in der Schule, die Beeinflussung vom Lehrpersonal auf die unschuldigen kleinen Kinder. Und mit dem habe ich das Leben lang zu kämpfen gehabt. Ja. Ja, über das reden wir nachher noch ein bisschen mehr. Aber zuerst würde ich sagen, weil wir ja da auch in einer Beiz sind, gibt es mal zuerst etwas zu trinken bei uns.
Gibt es etwas zu trinken? Ich gerne genau. Wenn ich dort aufgewachsen bin. Absolut, absolut. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie und die heisst Kaffee, Tee oder Mehl. Ja, Gülle, was hättest du bei uns gerne zu trinken in der Show? Was hast du gesehen? Von dir? Kaffee, Tee oder Mehl? Mehl wäre auch Alkohol. Ja. Also wir könnten auch ein Bier zusammen trinken. Ja, bei diesen Temperaturen heute würde ich sagen, nehmen wir eins. Ja. Ja, sehr gut. Ein frisches Luzerner Hopfenwasser. Sowieso. Das wäre schon ein Blond. Sehr gut. Ja, eben, du hast vorhin gesagt, du bist nicht gerne in die Schule gegangen. Ja. Die Schule hat dich gestresst. Warum? Ja. Ja, das hat angefangen damit, dass ich vielleicht nicht ganz gleich war wie die anderen. Das bin ich ja heute auch noch nicht anscheinend. Man hat mich ziemlich früh abgeklärt. Früher war das überhaupt nicht gang und gäbe gewesen, wie heute. Also heute auf ADHS, oder? Ja, also Spinnwinde dann noch, hat man gesagt, ja. Oder mal zum Psychiater. Oder? Heute hat das viel schönere Ausdrücke natürlich für nervöse Kinder. Ich habe einfach immer mit Autorität zu kämpfen. Ich habe die Lehrer gerne gefragt, ja, warum? Warum? Oder? Eigentlich geht man doch in die Schule für Fragen zu stellen, aber die das nicht gerne kann. Wenn ich gefragt, warum hast du das Gefühl, du wüsstest das? Oder? Dann gesagt, ja, warum bist du denn dabei gewesen bei Jesus da und Zeug? Ich glaube es nicht. Ja, ist wahr. Ja, absolut. Und dann gell, sind die natürlich hässlich geworden, weil dann mehr oder weniger habe ich den Unterricht gestört, weil sie eigentlich in das Zeug hätten runterlernen, was sie auswendig gelernt haben bei der Ausbildung. Und dann kommst du halt dann, fast ja, weil du so ein schwarzer Schaf bist innerhalb von dieser weißen Herde. Ich bekomme Probleme. Meine Eltern haben dann so ein Abi gelöst bei der Schulkommission. Und die müssen regelmäßig vorbei müssen? Ja, genau. Aber mein Sieg war schon dann, haben sie mich zum Psychiater geschickt. Und dann die Eltern da geguckt und gefragt, ja, jetzt, was ist mit unserem komischen außerirdischen Kind da? Dann hat er gesagt, schaut, es könnte einer von den Besten sein. Er will einfach nicht. Und dann hatte ich schon gewonnen. Aber es hat nicht viel geholfen, gleich gegen Lampen gehabt. Aber es hat dich schon auch belastet, dass deine Eltern regelmässig in die Schule haben müssen? Ja, ich glaube, es hat alle etwas belastet. Am wollsten wäre es auch allen gewesen. Merci vielmals. Hast du jetzt... Oh, gut. Also, tipptopp. Hast du noch ein Bier, he? Ja, ich habe noch ein Bier. Gut. Zum Wohl. Prost, freut mich. Ja, zum Wohl. Mm. Schön, dass du gekommen bist. Ah, sensationell. So, wie es muss sein. Ja, tipptopp. Ja. Perfekt. Gutes Bierchen können sie brauen. Ja. Absolut. Aber das hat dich schon belastet eigentlich, also dass du gesagt hast, als Junge... Ja, als Teenager sind die meisten wahrscheinlich belastet, glaube ich. Weil du bist ja selber auch nicht einfach, oder? Deine Hormone fangen an zu spinnen, es fällt überall an zu schmecken. Und du wirst langsam ein bisschen spitz, oder? Die Weiber machen die alle spitz. Und fährst ja auflernen gegen die Eltern und alles das Zeug. Und das war bei mir natürlich ziemlich ausprägt, die Sache. Und wann war es denn so weit, dass du dich für die Musik angefangen hast, interessiert? Ah, schon in der Schulzeit. Schon in der Schulzeit? Ja. Also ich habe angefangen, das klingt ein bisschen blöd. Mit Blockflöten? Nein, ums Gottes Willen. Sicher nicht den Huren soll ich verstecken, dass ich die hätte angezündet. Nein, ich habe gerne elektrische Gitarre und Schlagzeug spielen. Ich habe schon in der Schulzeit, oder wo man angefangen schreiben und so, habe ich angefangen, Gedicht zu schreiben. Das klingt jetzt ein bisschen, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, das Wort einfach... Nicht sehr hetero, oder? Mhm. Wenn ich das sage, so Gedicht ist nicht so, oder? Aber so für Buben. Ja, genau, oder? Okay. Habe mich endlich geschämt für das. Aber nein, irgendwann habe ich dann von mir so viele Gläubige als Nachbarn hier, ein Haus zwei weiter, und dann habe ich mal so ein Jesus-Scheit auslehnen. Also so eine Gitarre. Okay, ja. Mit Nylon, sagt, oder? Das war ja völlig verpönt unter Rockmusik, aber ich habe nichts anderes gefunden. Und zuerst hatte ich die Beine selber noch auf den, weißt du, so grosse Omo-Wäschkuppel aus Karton. Und das war eigentlich mein erstes Schlagzeug. Wir haben es zusammengestellt aus den alten Karton-Kuppeln, oder? Aber es war natürlich auch kein richtiges Instrument. Und dann durfte ich das auslernen. Und hat mich das natürlich auch gestiert. Ich glaube, es hat schon dann Edding geschrieben. Dann habe ich so schwarze Filzstift genommen. Dann habe ich alles so Totenköpfchen draufgezeichnet. Und Knöchel und alles. Die habe ich nie mehr zurückgeben, die Gitarre, weil sie ja gläubig war. Aber irgendwie haben sie es auch vergessen, zum Glück, dass sie mir die Gitarre gegessen brauchen. Und irgendwann ist es dann später, hatte ich dann ein richtiges Schlagzeug gehabt und dann eine richtige Gitarre. Ja. Und dann hat man angefangen, Lieder zu schreiben. Und das absolute Geist war natürlich nicht, weil ich bin ja Primarschüler. Und sie zwar probiert, mehr zwei Jahre oder so in die Sekundarschule zu schicken, aber sie sind auch gleich aufgegeben. Und ich bin dann zurückgekommen, habe meine Karriere zu Opplig in der Primarschule beendet. Und dort lernst du einfach nicht Englisch. Oder? Und das war für mich das Schlimmste. Ja, dieses grusige Französisch hätte ich lernen sollen. Es hat mir Leute gesagt, ich wollte Französisch singen. Meine Helden Elvis und all die schwarzen Blueser
und Gospelmusiker, die alle Englisch gesungen haben. Ja, so wollte ich auch das. Und dann habe ich mit 16 nach der Schule habe ich auf England in die Schule. Und da war ich das erste Mal im Leben der beste Schüler. Okay. Weil ich es auch wollte, natürlich. Mhm. Und dann hast du also die ersten Texte auf Englisch geschrieben und hast angefangen, so ein bisschen musizieren. Genau. Dann habe ich dann angefangen, in die Richtung meiner Rock'n'Roll-Götter und Helden in die Richtung zu arbeiten. Ja. Und irgendwann ist dann der Durchbruch mit Auf und Davon, mit dem Album. Und das Lustige war ja, du hast das Album eigentlich mehr für deine Nachkommen aufnehmen wollen. Als Erinnerung. Ja. Ich habe dann einen Sohn gezeugt. Und nachher habe ich gewusst, jetzt ist fertig mit Rock'n'Roll. Jetzt kannst du nicht nur da in den Biker-Clubs rumhängen und Bier füllen und mit einem Mädchen noch einem anderen das lustig haben. Du hast ja Drogen ausprobiert, oder? Pilzli unter anderem. Ja, alles ausprobiert. Ausser gespritzt habe ich, glaube ich, alles ausprobiert. Weil man weiß ja sonst nicht, von was man redet. Mhm. Aber es war nicht wirklich förderlich. Ich habe zum Beispiel dann später herausgefunden, dass ich viel zu lange gekifft habe. Das hat mir dann ziemlich mein Erinnerungsvermögen da oben gekillt. Das merkst du heute noch? Ja, aber ich habe nicht mehr auswendig. Bevor ich gekifft habe, konnte ich etwas lesen. Man muss ja für die blöden Aufführungen hier, man ja aber müssen auswendig lernen. Das eine ist zweimal durchgelesen, dann konnte ich es auswendig können. Dann kam die Zeit, gekommen, wo man angefangen hat, die dicken, lustigen Stümpen zu paffen. Und das hat mich völlig verblödet. Seitdem kann ich nicht mehr auswendig. Also Finger weg von diesem Scheiß. Und das hast du eigentlich schon am Anfang gemerkt, als du eigentlich den Durchbruch hast, dass es schwierig ist, so Texte dir zu merken? Ja, das habe ich eigentlich gemerkt. Was ist darum gegangen, die Songs? Wobei ich dann noch ewig gekifft mit Musik. Aber es ist lang gegangen, bis ich es gemerkt habe. Ich bin manchmal auch nicht der Gemerkiste. Ja. Also ist es ziemlich lang gegangen, bis ich das auch aufgehört habe. Aber ich habe gemerkt, das ist wirklich nicht gut. Also ich bin total gegen das Kiffen vom Schreibst. Ich bin sowieso gegen alle Drogen heutzutage. Aber es ist auch normal, oder Alkoholiker, Ex-Alkoholiker ist auch gegen Alkohol. Ja. Aber man kann es ja auch in Massen geniessen. Mhm. Ja. Bist du streng eben zu deinen Söhnen oder auch später mal irgendwann zu deinen Töchtern, was Drogen und Alkohol anbelangt? Ja, streng sind nützt ja irgendwie nicht drauf. Weil sie ja nicht, du tust ja ein Gegending auslösen. Oder? Wenn du Druck auslösest, tut der andere anfangen gegen Druck. Und bei den Kindern ist das natürlich auch so. Ich probiere es zu erklären, weil ich weiß von was das ich rede. Oder? Aber du kannst die Kinder nicht... Es ist eigentlich auch schön, aber als Eltern ist es natürlich hart, dass du die Kinder nicht von Schaden bewahren kannst. Sie müssen das Zeug alles selber erleben, wie wir auch. Wir haben auch nichts geglaubt, mit den Eltern nichts geglaubt. Oder? Und man selber müssen den Ring anschlagen. Und das wird sich nie ändern. Das ist der Sinn von jedem seinem Leben von uns auf diesem Planeten. Jeder muss bei null anfangen, seine Erfahrungen, alle Freuden und Enttäuschungen selber machen, bis man dann den Löffel abgibt und wieder irgendwo herfliegt, wo es dann wieder ein neues Geschichtchen gibt. Wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe gehört, du bist ein sehr strenger Vater. Also du... Ja, sehr streng ist Ansichtssache. Ich meine, für den ist gell, dass die Menschen sich ein bisschen verweichlichen heutzutage. Wenn sich einer da schneidet, kann er drei schon ja macht heutzutage. Früher musstest du die halbe Hangfurt haben, bis da einer gesehen hat, ich glaube, wir sollten zum Doktor. Wir sind eine sehr verweilende Gesellschaft. Und wenn du sagst, ich nehme mein Kind im Granny hart, dass es nicht überfahren wird, auf die Straße raussäckelt, dann machen die schon Ja, habt ihr lieber, es wird überfahren, weil es nicht folgt. Also ich finde, man sollte ein bisschen mehr denken. Manchmal tut es lieber hier mal etwas weh, als dass man unter einem Lastwagen oder, liegt. Absolut. Eben, das ist meine Einstellung. Und wenn da irgendwelche anderen etwas anderes denken, sollen die denken, was sie wollen. Aha. Was hast denn du gedacht, als dein Album dann plötzlich so durch die Decke ist? 250'000 Exemplare sind verkauft worden, viermal Platin. Ja, ich glaube es waren 300'000 und fünfmal Platin. Giger? Ja? Wie war es? 300'000? Du hast heute immer recht. Er hat immer recht. Heute habe ich immer recht. Unser Souffleur von Ihnen. Das vom ganzen Auto. Genau. Wir haben das zusammen angefangen. Wir müssen die Wikipedia anpassen. Weil jetzt schon 250'000. Den kannst du nicht anpassen. Ja, da musst du eh nicht glauben auf dieser Scheissseite. Nein, wirklich. Das ist die Hälfte gelogen. Ja, du kannst es nicht einmal ändern, wenn sie über dich selber geschrieben haben. Ja. Sicher. Wenn dort etwas nicht stimmt, hey, drehst du durch, bis du es ändern kannst. Also, wir glauben nichts von diesem Scheiss. Aber 1999 hast du einmal zweimal den Privalo gewonnen, einmal als beste Rockband und einmal als Publikumsliebling, oder? Das steht auch drauf. Das kann schon sein. Weißt du nicht mehr? Ja. Ich kann mir so Zeit nicht mehr. Ich schaue vorher. Das ist gut. Aber gleich, jetzt noch mal, gehen wir noch mal zurück zu dem Album. Das ist gleich, noch ja, natürlich bevor's, nicht. Bevor's waren komm, wir stoßen noch mal an auf dein erstes Album zuerst mal und nachher müssen wir noch über das neue Album reden. Ja, du. Ja, es ist ja schon Gewalt. Ja, der Mängel rausgegeben, wir sollten noch Mängel ja, anstoßen. Ja. Das ist gut. Aber es ist ja schon, man muss schon sagen, es ist ja gleich gewaltig, dass das erste Album so durch die Decke geht, wenn du es auch nicht erhofft hast, oder erwartet hast. Ja, es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun gehabt, dass zuerst mal einer nicht so ein linker Künstler war, sondern aus der Arbeiterwelt gesungen hat.
Das ist ja das, was in Amerika das Normalste war für die Leute, die erfolgen. Ich hatte eigentlich die meisten Leute, die in Amerika sind, gross geworden, Six Country, Rock und Zeug, die sind aus armen Arbeiterfamilien gekommen. Und hier war es ein bisschen anders, dass die meisten Künstler sind halt ein bisschen längst waren und verwöhnt das daheim. Das ist noch heute so. Eigentlich. Mhm. Darum werden wir auch nie so gut wie die Amis. Ja. Auf das bist du auch oft angesprochen worden, dass du ausländerfeindlich bist. Oder so eine Scheisse. Ja. Nein, ich meine, ich bin beides aufgewachsen. Meine Freunde waren Türken, Jugos, Schwarze, alles. Gell? Weil wir ständig haben wir Flüchtlinge gehabt bei uns. Und die Eltern haben das unterstützt. Oder? Aber unter denen gibt es natürlich genau gleich Idioten wie bei uns, wie so Schweizer da. Also hören wir auf mit dem linken Grenz von uns, irgendwie schwulen Hasser oder. Oder fremdenfeindlich, das ist so eine Scheisse. Ich habe mit Schwarzen in Amerika, in New Orleans, in einer Rocker-Bude gesoffen. Ich war der einzige Weiss im Umkreis von 20 km. Ich bin lebendig rausgekommen, so viel schlimm kann ich nicht sein. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Also das stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Leute, die sagen Sachen über dich und haben dich noch nie getroffen, noch nie mit dir geredet, nur weil sie dich nicht ausstehen können. Und das ist auch Fremdenfeindlichkeit, finde ich. Ja. Aber es hat dann bei dir im Leben ja dann so einen Wendepunkt gegeben, eben kurz bevor du ja mit dem Album durchgestartet bist, wo der erste Sohn unterwegs war, oder? Dass du gesagt hast, hey, ich lasse Finger vor allem Drogen und ich konzentriere mich jetzt voll auf die Musik. Ja. Ja, weil das war ein Mensch, der nichts dafür hatte, dass er auf die Welt kam. Und dann gefunden, also es geht nicht, oder? Also da bin ich jetzt schuld, dass der da ist. Ich muss mein Leben ändern, ich muss schauen, dass der irgendwann ein Dach über dem Gring hat, dass der Kühlschrank voll ist. Und das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Und dann habe ich auf und davon. Also ja, eigentlich schon dann hatte ich ja das Dilemma mit Englisch und Mundart, oder? Ich habe natürlich so getönt wie meine amerikanischen Vorbilder und viele Leute um mich herum haben gerne meine Band deutsche Lieder gehabt. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt statt Steuern zu zahlen, nehme ich jetzt noch ein Album auf. Mhm. Als Erinnerung an meine wilden Rock'n'Roll-Zeiten. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich eine Band zusammengetrommelt. Einer davon war der DJ da hinten. Der ist auch mit seit 25 Jahren oder mehr mit mir zusammen. Jetzt. Und haben wir das rausgegeben und es ist der Tilly. Die Leute sind gesprungen. Ja. Haben Sie das dann einfach den Radios mal geschickt? Und dann ja, die haben das angefangen zu spielen im Radio. Und dann hat es den Leuten anscheinend gefallen wie am Morgen. Und dann hat im Radio, das hat es vorher noch nie gegeben in der Schweiz, hat die im Radio angefangen zu sagen, Leute, es gibt noch etwas anderes als Göhlen. Wünscht mal etwas anderes. Das hat es vorher noch nie gegeben. Die Leute haben einfach Göhlen. Und die verstören die Leute im Radio. Weil erstens mal bin ich nicht der Typ, den sie fördern wollten. Aber sie haben auch nichts mehr anderes können. Weil einfach die Leute gesagt haben, wir wollen das hören. Und fertig. Und wir sind dann, ja, wir sind jahrelang wie die Wilden rumgetingelt. Ja. Aber ein Lied ist auch noch speziell, wo recht an die Decke gegangen ist, das magst du gar nicht so, ein Schwanz so weiss wie Schnee. Nein, das ging, ich bin auch ein Rock'n'Roller. Ja. Als ich das geschrieben habe, habe ich wirklich gedacht, jetzt ist nicht mehr gut mit dir. Jetzt habe ich einen Schlager geschrieben. Ja, nein, jetzt etwas stimmt nicht mehr mit dir. Aber Spotify ist immer noch Top One, oder? Das ist immer ich habe keine Ahnung, ja, da komme ich auch nicht raus mit dem Zeug. Ja. Nein, also, ich weiß, die Leute lieben den Song. Die Geschichte ist auch, ich verstehe langsam ein bisschen, warum es den Leuten gefällt, weil die Geschichte halt auch von Träumen handelt, von Sachen, wo man sich vielleicht an sich selber wünscht oder selber so Geschichten hat erlebt in Schule. Keine Ahnung, es gibt ganz viele verschiedene Geschichten von Menschen, was ja auch das Leben ausmacht, was interessant ist. Oder es gibt auch einen Song zum Beispiel, wo die Band mir hat überschnurrt, dass sie den auch spielen von mir. Und ich habe gefunden, den wollte ich gar nicht. Zum Beispiel, ich hatte noch viel Blöder da. Ich habe den mehr als lustig geschrieben. Und nicht einfach, weißt du, ich habe früher viel in der Beiz gespielt für ein Bier zwei gratis alleine, oder? Und das war so aus dieser Zeit heraus, als ich einfach einen Käse zusammentextet habe. Und dann hat die Band gesagt, nein, den will ich aufnehmen, den finden sie super. Dann haben sie gesagt, gut, oder? Und was ist so ein Riesenhit? Ja. Ich hätte es nie geglaubt. Sehr gut. Du, wir kommen auch zu einem Hit hier bei uns in Sensationell, eine Kategorie, die sehr beliebt ist. Ja. Und die heisst 1 von 3. Luke Göhlen. Zuerst mal schnell anstoßen, würde ich sagen. Genau, Gesundheit. Bei 1 von 3 darfst du 1 von den 3 Gouverts auswählen. Dahinter versteckt sich ein Stichwort und zu dem stelle ich dir dann eine Frage. Was hättest du gerne? Rot habe ich nicht gerne. Grün habe ich noch gerne als Überhudeln. Ja. Blau ist der Himmel, wenn die Sonne scheint. Wenn es nach so viel Regen würde ich sagen, nehme ich blau. Gut. Die goldene Mitte ein bisschen. Ah, passt. Passt auch zu dir. Wie so erfolgreich war dort in der Schweiz. Was bedeutet die Schweiz für dich? Ja, ganz sicher Heimat. Es ist ein Privileg,
ein Geschenk, dass man hier auf die Welt kommt. Ich hätte ja als Blackie irgendwo in Afrika im Busch können auf die Welt kommen, in so einem Buschhütchen. Und würde das Leben lang nur am Futterringer nachsäckeln mit dem Filenbogen. Das wäre nicht unbedingt mein Traum gewesen. Ob schon ich natürlich Filenbogenbau und Filenbogenschiessen absolut geil finde. Aber ja, ich will jetzt nicht. Mein Albtraum war immer, das Leben lang das Gleiche zu machen. Wenn ich, oder ich habe gedacht, wenn die eine Uhr bekommen in einer Fabrik für 50 Jahre in der gleichen Bude, habe ich gedacht, hey, dann gebt ihr euch mit der Uhr zufrieden. Oder? Seid ihr nicht ganz sicher, für das geht ihr 50 Jahre gleich, der Dranger hat eine Villa hier, geht er in die Ferien und ihr nehmt nach 50 Jahren gibt es ein goldenes Säule. Vielleicht war es ja nur für golden gewesen, wer weiß es. Das hat mir der Horror gedünkt. Oder? Und ich habe es noch immer so, ich habe eine Stiftung gemacht, ich habe eine zweite Stiftung gemacht, dann habe ich Strassenbau gearbeitet, ich habe Zimmermann, ich habe Dachdecker, ich habe jeden Scheissdreck gemacht. Heute habe ich 4 Packer, du selber betonieren, Lastwagen fahren. Ich muss immer etwas Neues machen. Ich habe den Hochseeschein gemacht. Weißt du, ich meine, jeder Hurenkäse interessiert mich. Du mit uns Leben sollte mindestens 500 Jahre lang gehen, wenn nicht 1000, für dass man alles das interessante Zeug lernen kann. Also kann ich doch nicht einfach von meinem Leben, wo ich im besten Fall 70 Jahre etwas machen kann, daraus, oder? Kann ich doch nicht 50 Jahre in die gleiche Scheißfabrik. Nein, das geht nicht. Oder? Und da muss ich sagen, finde ich in der Schweiz halt ein unhure Glück, dass ich da auf die Welt komme. Ich habe zwar immer hergearbeitet, im Leben, aber dass man die Sicherheit hatte, oder ich bin ja so viel gereist um die Welt herum, ich habe mit französischen Pennern in Kreisel gefuselt, ich habe Herzbrot bekommen von denen, die ich selber nicht mehr hatte, ich habe wirklich alles erlebt. Gell? Und dass man hier einfach mit dieser Sicherheit vom Gesundheitssystem, mit Arbeitsplätzen, mit keinem Krieg, keiner sozialen Unruhe und so, das ist ein Uhrengeschenk, das die meisten Leute gar nicht wissen, was wir hier haben. Mhm. Und ich sagte, mit 16 habe ich das Land so verdammt stier gefunden. Okay. Bis ich so viel bei Reisen gesehen habe, leck. Das ist immer für ein Glück. Ja. Aber für das muss man eben manchmal ein bisschen rausgehen, dass man über den Horizont sieht. Du hast vorhin gesagt, es sei hart gewesen, teilweise auch. Ich glaube, vielleicht auch beim Start als Musiker. Ab wann hast du noch wirklich von der Musik leben können? Hat das gerade beim ersten Album geklappt? Nein, ich habe nicht sogar, wo das UFO davon ist rausgekommen, habe ich sogar dann bei Plattenbude für das erste Mal Ferien nach der Tournee noch holen pumpen, dass wir irgendwo herfliegen konnten in die Ferien und mal ein paar Bierchen saufen in Ruhe. Wo ja dann in der Deutschschweiz nie mehr her können. Das hat mir jeder kennt. Oder? Und du hast wahrscheinlich auch in Vorleistung teilweise bei der Band, oder? Dass du die gezahlt hast und dass das einfach alles funktioniert. Ja, das ist natürlich auch, aber das ist gegangen, so direkt nach dem Konzert gegangen. Ist das. Mhm. Aber das hat, ja, ich weiß auch nicht, das hat für die Ferien dann nicht gelangt. Ich weiß auch nicht warum. Also, es war ganz am Anfang, wo eigentlich sind wir nur unterwegs gewesen, Konzert. Und haben Kohle eingespielt, wie blöd. Aber es waren alles so kleine, weißt du? Weil natürlich nicht so viel Kohle gab. Da musst du all die Technik, alles musst zahlen. Der Manager und die Platten, und Tutti Frutti und die Platten selber herzustellen, hat dann hure Geld gekostet. Oder? Und ja. Und dann haben wir uns nachgerollt, dass wir so viel Erfolg haben. Eigentlich die bekannteste Band in der Schweiz im Moment. Und wir müssen noch betteln für Kohle für die Ferien. Das haben wir lustig gefunden. Ja, jetzt gibt es ja noch eine andere Geschichte, die erst kürzlich aktuell war. Also eigentlich das hat das Wochenende stattgefunden, du musst ein Festival absagen, ja. Das Earthbeat Festival, ja. Wo du ja zum 25-Jahr-Jubiläum geplant hättest. Ja, Gottverdeli. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich mache wieder etwas Spezielles für die Fans. Oder ich probiere immer, also es hat mich nie interessiert, weißt, dass ich möglichst günstig kann spielen kann, dass ich möglichst viel verdiene. Ich habe immer gefunden, ich muss diesen Leuten etwas geben. Ich will die geilste Show, ein Schweizer bietet. Ich will denen so viel geben, wie ich nur für mich mache. Dass sie mir sagen, hey, ich gehe das nächste Mal wieder an ein Göllen-Konzert. Und ja, irgendwie muss ich dir Danko zeigen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich etwas, was ich so ein bisschen mehr von Amerika kenne. Aha. Von Bluegrass-Szenen und so, dass man dort mit dem Camper kommen kann und feuerlen und dann hast du eine Bühne da und bist einfach draußen unter freiem Himmel und hast gegen Musik und so. Habe ich das auch machen wollen. Das Buch. Auf dem Flugplatz, das Nidwalden. Und was mich eigentlich verreckt hat, ich wollte 3 Tage eine Birnenweiche machen für alle. Weißt du, ich habe mit Jodler gearbeitet, das ist auch durch die Dilli gegangen, das hat auch jeden Rekord geschlagen von Verkäufen und Zeug. Und dann dachte ich, okay, komm, wir machen einen Spezialabend, einen Freitagabend, mit einer extra Stunde, extra Songs zum normalen Programm zu suchen.
Dann mache ich einen zweiten Tag mit Schweizer Bands, geil, super AC-DC-Zeug und so. Von Genf bis auf Chur rauf hatte ich überall Bands. Oder? Und am Sonntag wollte ich noch einen Familientag machen mit meinem Papagallo Gollo, mit den Jodlern, die ich zusammen gearbeitet habe. Und nachher habe ich nur ein Billet verkauft für diesen Spezialabend. Mhm. Und ich hätte dich getroffen? Nein, aber ich konnte die Kosten nicht mehr zahlen. Mick, oder du machst ja vorher ein Budget, du weißt, wir stellen das und das und das her. Wir müssen die Leute über 3 Tage zahlen. Und nachher hätten wir jeden Tag 10'000 Leute gebraucht. Mhm. Dann dachte ich, ja komm, so ein Schweizer Festival bringen wir irgendwie her. Ja. 10'000 Leute pro Tag, komm, das schaffen wir, oder? Und dann haben wir das Programm. Ich wollte natürlich dann auch wieder Zeug bieten. Ich wollte Lasershow, Drohnenshow, ich wollte, dass es aussieht wie auf dem Mars oder so, Planet Venus. Oder. Und ich habe gesponnen. Oder? Und dann haben wir einen Monat vor dem Festival haben wir einfach die Zahlen angeschaut und gesagt, wir haben ein Drittel verkauft von dem, was wir hätten gebraucht, nur für die Rechnungen zu zahlen. Mhm. Dann hat es geheißen, ja gut, entweder haben wir jetzt 500'000 Schulden, wenn wir jetzt hören, Reisleine ziehen, oder mit 1,5 Millionen Schulden, wenn wir es durchziehen. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, das ist logisch. Oder dann ziehen wir jetzt die Reisleine und dann tun wir das schön abarbeiten. Und jetzt bleibst du eigentlich auf diesen Kosten hocken? Ja, nicht ich alleine. Ich habe ja Bude gegründet mit anderen, die das gelobt haben. Und das tun wir jetzt einfach, ja, über die Art, wie wir das wieder irgendwie abbauen. Mhm. Ja. Ja, aber das gehört ein bisschen dazu. Ja, aber was glaubst du, ist gelegen, dass es nicht geklappt hat? Oder? Ich glaube, im Nachhinein ist man ja gängig schlau, sagt man. Oder? Ich glaube, wir hatten zu wenig Hotel, wir hatten zu wenig ÖV, zu wenig, ich weiß auch nicht. Also, gell, es will halt gleich nicht jeder mit dem Camper oder mit dem Zelt oder so. Ja. Ja, das war schon, bin ich schon ein bisschen euphorisch gewesen. Ich schon gedacht, Leute, kommt ein Hurenfest, oder, wo alle können pennen und weiter feiern am nächsten Tag. Und wieder liegen ins Zelt und wieder. Ja, ich dachte, das will ich auf alle Fälle. Aber irgendwie, ja. Und du kannst es einfach nicht durchführen, weil du siehst, Scheiße, wenn ich jetzt nicht höre, kann ich die Arbeiter nicht zahlen. Und das, ich bin selber Bützer, oder? Ich würde ihnen verfluchen, wo mir die Kohle nicht gibt, die ich für einen gewerkt habe. Oder? Und dann haben wir gesagt, okay, komm, diesen Betrag können wir irgendwie abarbeiten, das bringen wir her. Wenn es weitergeht, können wir das nicht mehr. Und das haben wir nicht wollen. Das hat mit der Ärzte zu tun. Absolut. Güelle, wir kommen jetzt nochmal zu einer Kategorie. Da kannst du uns auch noch eine spannende Geschichte erzählen. Und zwar heisst die Kategorie «Noch nie gesagt». Ja, Güelle, bei «Noch nie gesagt» gibt es irgendeine Story, die du noch nie den Medien erzählt hast und hättest vielleicht sogar schon mal gerne darüber geredet? Ja, also ich bin nicht der Typ, der gerne über Sachen redet. Wenn wir schnurren, ist sowieso überall. Ich kenne keinen. Eben so ein offenes Buch, oder? Ja, aber ich kann jetzt nicht hier erzählen, wenn ich den Scheisser hatte. Oder das mag keiner kennen, oder? Also, ja, über solche Sachen redet man nicht. Wen interessiert das Zeug? Aber sonst habe ich von meinem Leben, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht erzählt hätte. Außer die erzählen Sachen nicht, die ich finde, es braucht es nicht. Mhm. Oder wenn man da über vergangene Beziehungen und so Zeug, das denke ich, wir machen genug, ein bisschen billig. Und das wollte ich gar nicht. Was war es? Und fertig. Darum, ich bin ein Mensch, der vorgeschaut. Ja. Und ich glaube, ich habe nichts nicht erzählt. Also ja, weiss man, dass ich mit dem Töffel von England in die Schweiz gefahren bin? Keine Ahnung. Nein, ich glaube, das hast du noch nie erzählt. Nein? Nein. Mal, dann von England. Ich bin jetzt in England in die Schule mit 16. Und dann hatte ich einen weiten Schulweg. Also mit so einem ganz kleinen Töffel? Ja, okay. Ja. Dann hatte ich so einen weiten Schulweg. Ich bin noch nicht 2 oder 3 Monate, bin ich dort hin. Dann habe ich in Bern mal am Telefon gesagt, ob ich nicht abklären konnte, wie teuer das sei, wenn er mit dem Zug, früher hast du ja alles mit dem Zug hin und her geschippt, wenn er mein Töffel auf den Zug fallen würde, auf London, oder? Nachher habe ich nichts mehr gehört. Bin ich auch in der Schule. Irgendwie etwa eine Woche, bevor ich heim soll, kam ein Telefon von London, ich müsste das Töffel abholen. Okay. Ich glaube, es war das einzige Töffel in England. Es hat die gar nie so Zeug gefahren. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich nicht auf London. Also wegen einer Woche noch, gehe ich also nicht mehr auf London holen, wieder auf Exeter und dann wieder rauchen. Ich habe dann gesagt, ich kann sie in einer Woche holen. Dann bin ich mit dem Zug bin ich von Exeter runter, bin ich rauchen gefahren auf London. Dann habe ich mein Töffel, ich musste dann noch zuerst einen Helm kaufen, das hat mir noch mein Budget kaputt gemacht. weil die Adrien hat das als Töff angeschaut. Und die hat gesagt, ja, ich kann es nicht rausgeben, wenn ich keinen Helm habe. Ja. Und dann, ich bin 56, dann hast du noch nicht einen Helm anlegen auf dem Töffel. Nein, ich musste so einen teuren Scheisshelm kaufen. Nachher bin ich mit, also das weiss ich noch, so ein Göfferli und meine Gitarre hing drauf. Und als ich den Helm endlich gekauft habe, und dann bin ich von London Richtung Exeter,
Dover. Dover, ja. Oder? Ja. In Hafen, weil ich ja von Dover Galais, genau, mit der Fähre wollte und dann durch Frankreich durch. Und dann bin ich da zufrieden, war angeschrieben, Dover, gell, baff, bin ich auf der Autobahn gewesen, mit dem Töffli, gell, schmieren neben mir, durch, die haben mich nicht einmal rausgenommen, die gewinnen, das sind Töffli, weil sie keine Töffli kennen, gell, das war zu viel, ich dachte, das ist nicht gut, oder? Schon wieder Lämpf, oder? Also bist du auf dem Bonnenstreifen gefahren? Nein, auf dem Spur. Und alles haben wir vorbeigeruscht. Und die haben gemeint, die Pannen, da gehen jetzt dran. Und dann bin ich auch dran abgegeben, gefunden, sie lebensgefährlich. Da. Und dann bin ich dort mit über die so normale Hauptstrasse bin ich dann da auf Dover. Und nachher habe ich ein Billett gekauft über Galais. Und dann bin ich da zwei Tage durch Regen und Zeug bin ich da über Landstrasse mit solchen Schlaglöchern. Bin ich bis auf Basel gekommen. Und wie viele Stunden hast du gehabt? Mit Schmier rausgenommen. Ich weiß nicht mehr. Wirklich, das vergessen. Ich glaube, ich bin zwei Tage unterwegs. Tag und Nacht gefahren. Es hat mir die Lämpchen geklebt von den Schlaglöchern. Ich hatte plötzlich eine gelbe Lampe von einem Töffli. Bude West, Franzose, doch früher alles gelbe Lichtli. Der Auspuff ist mir abgekehrt. Das habe ich nicht einmal gemerkt, weil ich hatte so einen engen Helm gekauft. Weißt du, es hat mir die Tore angefangen zu schwillen. Dann habe ich nicht einmal mit dem Töffli-Ton gehört. Dann ist es langsam lauter geworden. Und irgendwann ist das ich, weil ich mich daran gewarnt habe. Irgendwann ist vorne ein Flick, gell, mit den steifen Hüten noch. Ich konnte nicht Französisch, können, jetzt Englisch können, endlich. Und das sieht es nicht so. Wir müssen den Auspuff suchen. Oder? Dann bin ich wieder alles zurückgefahren, bis ich das im Strassengraben irgendwo gefunden habe. Ich stehe überall früher in Frankreich, es war voll Köder, links und rechts von der Straße, die alles zum Feist ausgeschossen. Dann habe ich ein bisschen dran gesucht und so, dann sehe ich wieder Ruhe gemacht. Als ich dort wieder vorbeikam, was ich mir rausgenommen habe, war auf jeden Fall schon lange kein Flieg mehr rum. Und dann habe ich es eben geschafft bis auf Basel. Und das Basel hat mich mir rausgenommen, weil da hätte ich rennen können. Weil ich unbedingt zwei Hauptstädte machen wollte. Das Basel berührt. Hat gemeint, er sei einer von denen, wo sie so viele Töffel geklaut wurden. Und er hat gemeint, er hätte das ich endlich verrutscht. Und dann hat er aber mein Töffel angeschaut und hat gesagt, ich könnte so nicht mehr weiterfahren, es sei lebensgefährlich. Und dann musste ich mit dem Bär müssen holen und das ich hätte prägen können. Es wäre nicht mehr gewesen, von Basel auf Bern. Oder zwei Hauptstädte, Scheiße, habe ich nicht geschafft. Aber eben, das ist im Leben so, manchmal schafft man etwas und manchmal nicht. Wie mit dem Festival und so. Aber es sind einfach geile Erinnerungen, ja, absolut. Und gute Geschichten. Und so. Gülle, vielleicht kannst du bei uns etwas in der Sendung arbeiten, weil wir kommen zu unserem letzten Studiospiel. Ja. Musst du noch werken da? Ja, du musst ein bisschen werken. Darfst du ein bisschen werken? Kannst du die Geschicklichkeit zeigen? Zufriedene Promotag. Genau. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie und die heisst zum Schluss der Schuss. Ja, Gülle, beim Studiospiel zum Schluss der Schuss. Darfst du mit diesen drei Dart viel auf unsere Dartscheiben schiessen? Ich gebe dir viel mal über. Hast du in London sicher auch mal Dart gespielt, oder? Also ich kenne das jetzt als mal ein bisschen anders. Bei mir ist aber nach dem Schuss ist Schluss. Ah ja. Und du sagst jetzt zum Schuss der Schluss, oder? Zum Schluss der Schluss. Genau. Also was hast du mal fragen? Sorry. In London hast du sicher schon mal Dartet? Ja, dann nicht mehr viel. Im Pub, ja, das ist wahr. Aber noch mehr Billard. Okay. Ja. Aber bist du gut im Dart? Wie würdest du dich so einschätzen? Nie. Nie? Okay. Das habe ich nie gecheckt. Okay, aber wenn du gut schiessest bei uns, kannst du am Schluss Ende Jahr bei uns noch etwas gewinnen. Was ist Ende Jahr? Ja, die Omi, die dann genau bei uns meine Punkte hat. Das Probe treffen hier mit mir. Genau. Nein, kommt dann etwas über, genau. Also gut, ja, sehr gut. Ja, Gülle, du darfst schiessen. Du darfst gut. Mal probieren. Okay, die sind ein bisschen rot. Ja, sie sind nicht ganz gerade. Gut. Ah, schade. Ah, auf Silvia aber. Alles gut. Ist alles gut. 22 Punkte. Was siehst du da? Oder was? 12 plus 23. 11? 23. Ja. Ich bin zwar noch in meiner Anschau, aber... Ja, sind 23. Hätte besser können sein. Ja, Gülle, komm auf das, stossen wir nochmal an. 23 Punkte. Ja, könnte schlechter sein. Definitiv. Hey, und auf etwas, was ich mich auch sehr gefreut habe, ist dein neues Album. Kannst du noch etwas dazu erzählen? Es ist ja zu deinem 25-Jahr-Jubiläum. Ja, es ist eigentlich gar nicht ein neues Album. Mal, es ist schon ein neues Album, aber es sind alte Songs. Du hast eine neue Studio-Session gemacht, oder? Genau. Eigentlich war ich mit der Band im Studio gewesen, für die extra Songs, die Leute haben abgestimmt für das Festival, die sie extra hören wollten, für die aufzunehmen, zum Üben dann, für die Band. Zwei Tage immer planen im Studio, heute die 12 Songs einspielen. Und dann haben wir eine super Sache für alle zu üben daheim. Dann sind wir rein, haben abgedrückt, das so geil tönt. Ja, dann habe ich gesagt, hey Gile, jetzt gebt ihr euch einfach Mühe, wir machen gleich eine Platte. Wir tönen wieder sensationell, um nicht zu sagen, sensationell. Genau. Und nachher, ja, jetzt ist die draussen. Und die ist eigentlich, habe ich dann gedacht, okay, das ist sie dann für die Fans auch gut. Mhm.
dass sie Songs üben daheim. Für wenn das Festival ist, ja genau, dass die alle richtig laut mitsingen können. Jetzt hat man durch das hat man jetzt noch ein halbes Jahr mehr Zeit, weil wir machen ja die genau gleiche Show machen im Hallenstadion. Genau, am 25. Januar. 25. Meine 25 Jahre, wo jetzt langsam 27 Jahre sind, Jubiläum. Am 25. Januar, im 25. Genau. Spielen wir die, es wird durchgezogen, ich kriege das durch, ist mir scheißegal. Es wird gespielt, das extra Programm, Kohl oder gestochen. Sehr gut. Hey, und wir haben für dich auch noch ein kleines Geschenk. Ah ja, noch ganz kurz. Das muss man noch sagen. Wir verlosen die CDs natürlich. Oh, zwei ja. Von dir signiert bereits. Ja, warte, man genau. Sieht es so nicht. Musst du es rausnehmen. Aber ich habe es wirklich geschrieben vorhin. Genau, da hinten drauf. Also, was denn? Nein, die ist gedruckt. Ah, das ist gedruckt? Ja, da ja, ist die, die habe ich geschrieben. Da ist ja. Original. Ja, das ist dann auch findet. Ah ja, da kannst du schon bescheissen. Wieso schreibe ich jeden halt. Also eine kopierte und eine Originalunterschrift, sehr gut. Ja. Die verlosen wir. Also wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr uns ein Mail schreiben an hallo@svensationell.ch oder im YouTube-Kanal gerade unten kommentieren, da sind ihr auch mit dabei in der Verlosung. Und der Gewinner kommt das über. Oder die Gewinnerin. Ja. Schön, dass du da warst. Jetzt kommst du aber noch ein Geschenk über von uns. Weil, ja. Du hast vorhin so Freude gehabt, auch an den Bäumen draussen. Und dann habe ich gefunden, komm, für dich ist auch eine Männerpflanze etwas Wunderbares. Was für eine geile Studie. Das ist der Mike. Was? Der Mike heisst der. Was ist das? Flörup. Männerpflanzen sind Pflanzen, die man einfach pflegen kann, die jeder Mann oder auch Plastik. Jede Frau kann. Nein! Die sind richtig. Nein, die geben mir eine Frau, die steht ja. Auf so Zeug. Absolut. Ja, absolut. Geil! Ja. Männerpflanzen.ch findet man es ja auch. Geil. Genau. Siehst du? Es gibt auch noch Sachen für Männer. Hey, was wolltest du zum Abschluss noch sagen? Wir haben nochmal anstoßen. Ja, hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Sehr ein unkomplizierter danke. Gast. Merci. Freut mich. Habt eine gute Zeit. Schaut noch ein bisschen mehr sensationell. Es ist wirklich sensationell. Ach, danke, Gülle. Gerne schön. Das war es, Gülle. Komm, nochmal anstoßen. Man kann nicht genug. Ja, ich nur anschauen. Absolut. Hey, und danke, schön, dass ihr zugeschaut. Für mich doch noch schnell abonnieren, kommentieren, liken und teilen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis sensationell.